Yo Moinsen, hier ist euer Mert und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Meeting 2 auf Deimos. Und ja, ich kam jetzt direkt von der Arbeit, hab mich mal hingesetzt und ich wollte jetzt eigentlich nicht direkt ein Video drehen, aber ich schaue so, denk mir so, ganz normaler Tag. Auf einmal einfach der sechste Skill. Ich habe ja damals schon gesagt, vor ein paar Wochen, dass ich erstmal hier zurückskille und dann hier, wenn der sechste Skill halt auftaucht, da drauf skille. Ja, der ist ja jetzt endlich da. Erinnert mich irgendwie an P-Servern. Und ich meine, jeder hat mal einen P-Server gespielt und das ist jetzt auch nichts Neues eigentlich. Schon ein bisschen traurig. Naja, nicht das genug. Habe ich nur gesehen, neue Klasse. Wolfsmensch, beziehungsweise Lykaner oder wie die neue Rasse da heißt, keine Ahnung. Da zum Beispiel, da läuft einer rum. Ich weiß nicht, der höchste ist jetzt, wir haben 19.14 Uhr. Ich glaube, der höchste ist irgendwie 69 oder so. 69 oder 70, keine Ahnung, vielleicht sogar schon 75. Und ich finde das richtig krass. Der sieht richtig, keine Ahnung, richtig krank aus. So, halb Mensch, halb Wolf, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Naja, einerseits bin ich froh, dass wieder eine neue Klasse, beziehungsweise was Neues rausgekommen ist, aber einerseits denke ich mir so, naja, also ich habe viel Negatives gehört. Ich werde das auch gleich mal anspielen, mal schauen, wie das so ist, die neue Klasse. Und ja, dann werde ich, was? Ja, und dann werde ich halt schauen, wie es weitergehen wird. Aber ja, ist schon krass, ne? Hier mal ein sechstes Skill gleich ausprobieren. Das sieht schon krass aus, ne? Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist richtig so, Meeting 2 wird irgendwie zum P-Server, weißt du? Da kannst du gleich auf einen anderen P-Server zocken, hast du mehr davon. Ist viel günstiger als wir hier. Ach, ich weiß auch nicht, also was sich da Gameforge ausgedacht hat. Also ich habe mir da was Größeres erhofft oder mehr. Aber wir werden es gleich anspielen und mal schauen, wie es ist. Toll. Ja, den Skill kenne ich schon eigentlich. Mehr oder weniger vom P-Server. Was will der? Was? Keine Ahnung. Ja. Mir bleibt irgendwie die ganzen Worte weg. Also tut mir jetzt leid, ne? Falls ihr mich jetzt nicht so ganz versteht. Also ganz nachvollziehbar ist das nicht. Und ich habe gehört, dass der zwar einerseits gute Skills haben soll, aber einerseits haben die das, glaube ich, noch nicht ganz so richtig implementiert, beziehungsweise programmiert, wie auch immer. Ja, werden wir mal gleich sehen. Und ja, neue Waffen sind rausgekommen, neue Bonis, neue Rassendev. Das kostet auch wieder Geld, also Gameforge ist ja normal, dass sie ja Geld verdienen wollen, aber dass die so geldgeil sind, dass sie wieder neue Rassendev rausbringen müssen, bla bla, und hast du nicht gesehen. Naja, gut. Oh ja, Steine sind auch wieder neu raus. Naja. Hoch. Wie viel Rang haben wir eigentlich? 16.900. Fehlt noch ein bisschen. Ich habe immer noch nicht mein Schwertwirbel auf P. Also echt. Ich habe jetzt nochmal 3 Sehnsteine gehabt. 2 wieder fehlgeschlagen. Einen habe ich noch. Und ich hoffe, dass er jetzt auf P klappt, sonst raste ich aus. Ey, echt. Also an die Leute, die PvP sind. Die tun mir echt leid. Die müssen jetzt neuen Rassendev machen. Also was heißt müssen? Müssen muss gar nichts, aber der halt was gut reißen will, der muss auch jetzt wieder ein Rassendev für die haben. Ich weiß nicht, was für ein Rassendev es für die gibt. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Auf Meeting 2 Wiki steht auch nichts Großartiges. Man weiß nicht mal, was man skillen soll. Ob Vitalität, Stärke oder Dex oder Int oder weiß ich was. Und ja. Auf was man zuerst skillen soll, PvM oder PvP. Aber ich habe gehört, dass die Skills nicht richtig implementiert sind.
Ich hoffe, das bessert sich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich lasse mich da mal überraschen. Aber erstmals will ich da kein Geld investieren oder einstecken oder wie auch immer. Ich schaue mir das an und ich habe jetzt ein oder zwei Videos gesehen, YouTube, die haben ja vor 2-3 Stunden hochgeladen. Da habe ich gesagt, ja, kannst du auch mal ein Video drehen. Und ja, die Attacken, mehr oder weniger geht so, ist nicht schlecht gemacht worden. Aber was mich stört, ist zum Beispiel diese Schläge beim Krieger, tak, 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 ne? Und bei denen ist das irgendwie nur dreimal oder so und der schlägt 1, 2, 3, 4 normal. Ja, ohne Combo jetzt. Und der schlägt, glaube ich, irgendwie nur dreimal oder so, also jetzt anders. Und das finde ich ein bisschen, na, sieht auch wieder scheiße aus, würde ich sagen. Aber jeder ist da anders. Den einen gefällt es, den anderen gefällt es nicht. Also ich finde ihn generell, ich will es nicht schlecht reden, aber auch nicht schön, weil ich habe mir mehr erhofft. Aber mal schauen. Jo. Ja, den 6. Skill hätten wir schon mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der jetzt macht. Schauen. Ich weiß gar nicht, ob Aura dafür was bringt. 2,6, na gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das PvP was genützt oder gebracht hätte. Aber wenn ich jetzt PvP geskillt wäre, und ich weiß nicht, wie es ist, und wenn diese Lebenswille auf P mehr abziehen würde als Schwertwirbel, dann würde ich, glaube ich, ausrasten. Dann würde ich richtig ausrasten. Wenn du überlegst, dass du Schwertwirbel P hast und dann merkst, dass dieser Skill mehr Schaden macht als Schwertwirbel, dann kriegst du einen Kollaps, ey. Da kriegst du einen richtigen Kollaps, ey. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Schwertwirbel noch gut, keine Ahnung. Aber zum Glück bin ich noch PvM und PvP noch nicht aufgebaut. Beziehungsweise noch im Aufbau. Oh, mal schauen. Finde ich halt ein bisschen schade, hab ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Joa. Dann würde ich sagen, dann spielen wir mal die neue Klasse und machen wir einen ersten Eindruck. Also wie man hier sehen kann, hat man jetzt einen 5. Platz für den Charakter, beziehungsweise für den Account jetzt. Ja, da wollen wir mal schauen. Davor waren es ja halt nur 4 Plätze, jetzt sind es halt 5 wegen den Lykaner. Und joa. Aha. Gibt es den Lykaner gar nicht als Frau, nur als Mann. Ja, das ist mir jetzt das sind jetzt die allerersten Eindrücke. Ich habe jetzt echt nur 2-3 Videos gesehen, wo die gespielt haben, aber noch halt, ich habe noch kein Video gesehen bzw. angeguckt, wie die eins erstellt haben. Und also mir ist es egal, Mann, Frau, ne? Aber wenn die das schon richtig implementieren wollen oder sollen, wie auch immer, dann soll die es auch gefälligst richtig machen, echt. Es gibt mir sowas von auf den Keks. Gut, hier ist jetzt nicht so viel Auswahl. Aber das ist hier echt, das ist echt die Härte. Die wollen den Leuten, den Kunden einfach nur das Geld. Das wollten, vorher war es ja auch nicht anders, aber einfach so eine Scheiße hingeschmissen und dann erwarten, dass wir da irgendwie viel Geld investieren. Ey, das gibt's einfach nicht. Da krieg ich echt eine Krise. Naja. Dann spielen wir das erstmal an. Das nehmen wir rot, silber, keine Ahnung. Eigentlich ist das ja völlig egal. Keine Ahnung, ich nehme mich mir jetzt mal an. Chico. Sollte es jetzt nicht geben. Okay, der macht einen Rückwärtssalto. Okay, okay, okay. Die ersten Eindrücke. Gut, hier sieht man schon neue Ladebildschirme. Okay. Warum bin ich jetzt auf der neuen Map? Hä? Ist das nicht die 90er? Nee. Hä? Ich dachte, man startet irgendwie Map 1 oder so. Hallo? Okay. Ja, hier, das habe ich gesehen im Video. Dass halt, dass sie das nicht irgendwie richtig implementiert haben. Wie ihr sehen könnt, da sind die gleichen Skills oder beziehungsweise keine Ahnung. Was ist das? NA heißt doch so viel wie
ja, nicht vorhanden oder nicht gegeben oder so. Vielleicht wird das ja noch mal später implementiert, aber ey, zum Gottes Willen, wenn ihr das richtig, Gameforge, ich bitte euch, wenn ihr das richtig machen wollt, dann macht's auch richtig. Nicht einfach so eine halb hingeschmissene Scheiße. Echt, da krieg ich's kotzen. Die Skills, sag ich mal, kenne ich so einigermaßen oder halbwegs, weil ich auf dem PC-Server beziehungsweise mal Videos gesehen habe. Aber das Geile ist ja, du weißt gar nicht, was du hier skillen sollst. Auf Vitalität, Intelligenz, Stärke oder Beweglichkeit? Nee. Auf Medi 2 Wiki steht ja nichts, habe ich schon gesagt. Ja, bevor die sich darum kümmern, um die, ja, sag ich mal, um die Skillung, beziehungsweise Hilfetipps, speisen mal so nur halbwegs, ja, eine Rasse und sagen, oh komm, die Spieler werden schon was investieren. Naja, so. Lehrlingstreue 1 kennen wir. So, Stahlfacke plus 0. Angriffsgeschwindigkeit 22. Erinnert mich irgendwie so an, ein bisschen an Dolce. Hier, das habe ich auch gesehen. Alter, das ist so billig, ne? Guckt euch das an, bitte, wie er schlägt. 1. Na gut, 1, 2 und dann 3 und dann macht er halt diesen komischen, ne, schlägt er mit beiden zu. Also ich habe da ein bisschen mehr erwartet, zum Beispiel. Alter, läuft auch voll komisch, so krüppel. Weißt du, du denkst so, der läuft richtig schnell? 100. Und das sieht so scheiße aus, ne? Mit dem Laufen jetzt zumindest. Und der ist 3,80 Meter, das Ding, ey. Also die müssen da noch einiges fixen. Meiner Meinung nach. Was? Juhu, ich kann endlich die Map verlassen. Alter, das ist so eine richtig billige, so ähnlich wie so eine billige P-Server-Masche, ey. Ohne Scheiß, Medien 2 geht richtig auf P-Server zu. Also, da kann man gleich aufhören, ohne Scheiß. Ist schon sowas sehr, ey. Echt. Ich habe mich echt gefreut auf die neue Klasse, aber wenn ich sowas sehe... Ich weiß gar nicht, was es skillen soll hier. Keine Ahnung. Okay, Crit. Weißt du, die Skills erinnern mich irgendwie an, ja, an den Schaman, ne? An Crit halt hier. Das ist Vollsprung, keine Ahnung. Irgendwie so ein Hinterhalt oder sowas, keine Ahnung. Das ist auch so wie so ein Buff von der Schaman. Das ist so wie Blitzschlag. Nee, nicht Blitzschlag. Wie hießen das bei Ninja? Naja, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall so eine billige, gemixte Scheiße von Ninja und Schamane und Krieger. Und keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Oh, Scheiße. Fehlschlagen des Gegners. Hey, das ist wie doch wie beim Vorstier. Beim Sura. Das ist ja eine ganze Klasse von einer, ey. Das ist ja richtig scheiße, ey. Echt. Naja. Genug gejammert. Wollen wir mal ein bisschen leveln. Keiler, Stufe 3. Keiler, Stufe 3. Ist das normal? Bären, Stufe 4. Waren die nicht 12 oder 10? Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Das tut doch im Augenweh, sowas zu spielen. Der schlägt ja auch so langsam. Oh Gott. Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich ein Let's Play dazu drehen. Also ihr entscheidet, schreibt in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht, ob ihr gerne Let's Plays davon sehen wollt. Und wenn sich die Mehrheit dafür entscheidet, dann richte ich mich danach, dann mache ich auch ein Let's Play dazu. Wie ihr es wollt. Wenn nicht, mache ich halt weiter mit meinem PVM-Charakter und spiele halt mit meinem Let's Play-Charakter. Mal schauen. Aber das, ich weiß nicht. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, von mir aus. Aber ihr seht selber, das ist echt so... Boah, den würde ich niemals selber leveln, echt. Den werde ich entweder halt leveln lassen. Vom Kollegen oder halt selber so leveln, aber... So von selbst? Nee.
Allein wie der schlägt, guck doch mal, das ist doch nicht normal. Egal. Wollen wir mal. Was will das? Was? Ein neues Leben. Ach, neue Quests. Du wachst auf und fühlst dich eigenartig, pelzig. Was ist geschehen? Was bist du? Such nach bla bla bla, dem Weisen, er wird es dir erklären. Wächter der Kolonie. Ist das der Typ? Hey Bro, was geht? Yo Bro. Yo Bro. Yo yo Bro. Tack. Jo, du was geht? Nein, keine Ahnung. Ich warte auch, bis es in Medien 2 Wiki steht. Dreh gerade ein Video. Hier siehst du, da weiß auch keiner, wie man die Scheiße hier skillen soll, ey. Da schmeißen die irgendwas hin und wollen, dass wir das skillen, ey. Ja, keine Lust jetzt zu lesen. Raserei der Tiere, was muss ich denn killen? Ach, ich soll zu dem Typen, okay. Was sagt der? Abonnier, mein lieber Freund. Ja, hast du das Video vor 2 Stunden reingestellt? Habe es mir, glaube, angeguckt. Cool, schöne Grüße an dich. Jo, abonnieren werde ich machen. Effekt LPS. Jo. Was, ja, von ihm schaue ich mal den Lykaner auf ihn zu skillen. Und mit STR. Ach, der probiert's aus. Ah, so geht's natürlich auch, aber ganz ehrlich, da warte ich lieber mal 2-3 Wochen oder Monate, bevor ich da als irgendwie welche Versuche mache. Ich habe es auch nicht nötig, eine neue Klasse direkt zu machen. Frag mal, wie findest du die neue Klasse? Also ich will mich nicht beschweren, aber ich finde das Frechheit, das so halb gekotzt ist. Sind. Echt, das ist manchmal zum Kotzen ist das. Ich soll doch zu dem Typen, genau, sorry. Schreibt der sieht aus wie ein verlumpter Ebola-Jude, diese Gestalt. Oh Mann, Ebola-Jude. Sieht aber echt auch ein bisschen
Der ist aber 3,80 Meter, Alter. Können die nicht ein bisschen kleiner machen? Und der läuft auch so scheiße. Ja, das denke ich auch. Nur wenn sie was reinstellen, dann sollte es auch fertig sein. Und nicht so eine halbe Scheiße. Was schreibt der? Ich auch. Ach nee. Geh auf die Jagd, finde heraus, was die Ursache des feindlich fallenden Tiere ist. Aha. Alter, da weißt du ja gar nichts, was du skillen sollst, Mann. Was du hier als erstes skillen sollst. Was ist das für eine Scheiße eigentlich? Er sagt, liebe Kollege hier, der Charakter, also beziehungsweise die Klasse ist noch nicht fertig. Ja, ich weiß, dass sie nicht fertig ist, aber wenn die schon was reinstellen, dann sollen die es auch richtig machen, ey. So eine ja, krieg ich da. Oh, ich sollte den Typen, ist mir so egal. Der ist nicht mal halb, sondern viertel Scheiße. Ja, da hast du recht. Echt, das ist so eine hingekrüppelte Scheiße. Der ist genau derselben Meinung wie ich. Das ist auf jeden Fall mal jeden Fall schon mal gut. Die klatschen da irgendeine Scheiße drauf und erhoffen sich irgendwie, ja, die Leute, die spielen doch schon. Naja, ich weiß nicht mal, ob ich das spielen werde, das ist echt... Keine Ahnung. Mal schauen. Ihr wisst Bescheid. Hier, viel Spaß beim Let's Plays gucken, wünscht euch was. Elect L. Jo. Ja, ich habe noch nicht so viele Abos. Ich bin, sage ich mal, noch ziemlich neu. Aber falls ich mit den Let's Plays von Metin 2 fertig bin, werde ich auf jeden Fall andere Spiele spielen, was auf jeden Fall bessere Grafik hat und nicht so verschissen halb Ebola-Juden Charakterklassen hingeschissene Scheiße von Gameforge ist, sondern schon etwas besser. Jo. Ah ja. Okay, weiß Bescheid. Gucken, ob wir die packen. Natürlich packen wir die. Ist nichts für uns. Nichts. Ich will irgendwie alt skillen, aber Gerichtskotzen, ich weiß nicht, was ich das skillen soll. Bekanntes Gestein. Ach da, die Scheiße. Muss ich auch noch abgeben. Ich frage ihn mal, vielleicht weiß er es. Also STR ist es nicht, oder? Sorry.
Int. Ach ja, kann sein, wegen Crit. Ja, vielleicht. Wegen Crit. Das ist so eine halbe Scheiße aus Shami, Sura und Krieger. Also drei weitere von den Steinen müssen wir den Typen abgeben. Okay, dann wollen wir mal machen. Ey, der läuft echt wie so ein scheiß Krüppel, Alter. Regt mich das auf, ey. Guck doch mal, wie das aussieht. Das ist nicht normal. Dann läuft er wenigstens ein bisschen schneller als 100. Ich glaube, ob Level 3 oder so kann man die Map verlassen oder war es Level 4? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Oder bis die Quest fertig ist, das könnte auch sein. Na komm, die killen wir auch noch. Das schauen wir mal. Was ist das hier vorne? Portalwächter. Vielleicht geht's ja da durch. Unbekanntes Gestein. Komm, die killen wir auch noch. Zack, zack, zack. Das ist schon Level 2. Level 2, Leute. Das ist schon geil, Alter. Ja. Ich habe jetzt eine Rüstung, die 42 Rüstung für Lycana plus 2 für 3 KK. Aber das ist aber ganz normal, weil neue Klasse, neue Rüstung, neue Waffen ist immer alles überteuert, selbst plus neu. Das ist halt leider so. Aber nach ein paar Monaten bzw. einem Jahr sieht es anders aus. Ich weiß nicht mal, ob DE offiziell dann noch überhaupt die Server offen hat. Aber das ist mir auch Latte. Da schreibt der, hey, hi. Sagt er, hast du Tränke bitte, Rot? Meine leider kaum welche. Ich weiß nicht mehr, ob ich die noch brauche, aber ist auch egal. Warum spiele ich das eigentlich? Warum tue ich mir das an? Nur zu euch zuliebe. Hä, kann ich jetzt raus? Kann nicht weg. Jawohl, ich kann es verlassen. Ach komm, können wir als Freund dann nehmen. Klar.
Welche Büte bei sowas, ey. Könntest du einschlafen? Der läuft so langsam, lauf doch mal schneller. Leute, es tut mir leid, wenn ich euch damit nerve, aber ich wollte mal selber einen Eindruck machen von dieser Scheißklasse. Aber nun gut, vielleicht wird es mir später besser gefallen, ich weiß es nicht, wenn die da noch einiges fixen bzw. umprogrammieren, wie auch immer, oder einiges noch machen werden und ja. Was soll ich denn machen jetzt? Wen soll ich denn killen? Ja, Gebären. Okay, gut. Ah, Hammer. Die könnten sich auch mal was Besseres einfallen lassen. Immer so eine billige Scheiße, ey. So, es tut mir leid, dass ich die ganzen Folgen jetzt als nur irgendwie schlammere oder irgendwie keine Ahnung. Es, ihr seht's ja selber, was das für eine Scheiße ist. Dass so eine halbe Scheiße von Krieger, Suran und Schamane irgendwie gemixt. Einfach wie so ein scheiß Mixer reingetan und einfach mal auf Start gedrückt. Und hoffen, dass was Gutes rauskommt. Also Leute, wenn ihr spielt, dann spielt Krieger oder sonst irgendwas. Krieger ist einfach die beste Klasse. Vielleicht wird er ja im PvP gut. Ich weiß nicht, wie der Voice Mensch im PvP ist. Wenn es dafür halt PvP-Videos später geben wird, kann ich mir ein eigenes Bild davon machen, ob ich den dann halt auch spiele. Aber so, weiß ich nicht. Metroiden, was soll ich denn zerstören? What? Wo soll ich denn sowas finden, Mann? Willst du mich verarschen? Also ich, ach hier, vielleicht die Steine hier. Mädchen des Mondes. Ist das ein neuer Mädchenstein? Sieht so aus, oder? Stufe 5. Ja gut, hier sieht man, hier hat jemand alte Sachen gedroppt. Okay, die Steine gehen ziemlich schnell down. Ich könnte mal richtig gut farmen, am besten. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Aber ich weiß nicht, ob man in die Map wieder zurück kann. Das ist die Sache. Ich glaube nicht. Ja, stirb, geh sterben. Tot. Gut, der fällt doch ziemlich scheiße. Aber das ist mir egal. Wieder starten. Alter, ich weiß nicht mal, ob ich die schaffe. Geh sterben, Junge. Los, jetzt steh auf und fuck mich nicht ab, ey. Ey, kommt so ein Halbstarker und nimmt mir jetzt alles weg.
ganzen scheiß Juden, ey. Richtige Juden, Alter. Sucht euch eure eigenen Steine. Suche nette Gilde mit Skype für mich und einen Kumpel. Alter, habt ihr keine Hobbys? Habt ihr keine Hobbys? Alter, wer will da schon mit euch reden? Alter. Der Medienstein. War das nicht der Typ hier? Da hinten, ja doch. Muyong Hong Rang, Ting Hoda Chung Kong, Tung Hsung Kuh, Soba Sobo, Sobo Di. Wie heißt der Spaß? Nagual. Wahaihilla. Portalwächter. Amma. Noch ein Medienstein. Alter, wann kann ich die Map verlassen? Ey? Die Map gibt mir jetzt schon auf den Sack. Vor allem mit dem Equipment hätte ich wenigstens irgendwie bessere Waffen oder sowas. Oh, mein scheiß Mikrofon, echt, ey. Da kriegst du Kotzen. Ich bin froh, wenn ich wieder meinen Krieger spiele. Das macht wenigstens Spaß. Los, lauf schneller. Zack. Nein, den Stein klappt er bestimmt. Jo. Es ist auf Int sozusagen irgendwie. Auf Int-Skill, ich weiß nicht. Jo, ich sterbe wieder gleich. Darauf habe ich gar keinen Bock. Junge! Jude, lass doch mal! So ein Spast, Alter. Wie kann man Sido heißen, Mann? Spasti, Alter. Verpiss dich. Sackgesicht. Tausende von Stein kommt aber zu meinen. Da ist ein Stein, scheiß Jude. Echt, ey. Das Kotzen krieg ich sowas. Wer denn wieder mal einen Stein wegnimmt, ne, Alter. Rast dich aus. Wehe, ich warne dich, mein Freund. Ich weiß, wo dein Haus wohnt, ja? Ich weiß ganz genau, wo dein Haus wohnt. Aus Stress.
Alter, geh sterben, Junge. Bam. Da liegt er. Steh auf. Ich weiß gar nicht, warum ich die Pots aufhebe, aber ist ja auch egal. Später brauche ich die doch eh nicht mehr. So. Hoffentlich kann ich die Map jetzt verlassen. Lalala. Der braucht immer 10 Jahre, ey. Oh Gott. Nachtschattenpanzerpistole. Ist das schon die Rüstung für den Vulkan? Alter. Ein paar Stunden schon draußen. Neue Rasse und schon eine Rüstung plus. Das sind richtige Meeting 2 Suchtis, Alter. Richtige scheiß verfickte Hartz 4 Suchtis, ey. Gleich beim ersten Tag. Weißt du, wenn du das mal nach ein paar Wochen oder so hast. Nee, gleich beim ersten Tag. Das ist Kotzen, Alter. Nicht heute. Was schreibt der? Ja. Was schon mein dein? Was? Du warst erfolgreich, kehr zum Jungen zurück. Weiß ich doch. Wie kommt man hier weg? Du musst Quests erledigen. Die gehen. Auf den Sack, wird bei dir nicht anders sein. Chong Mai Ding Dang Dong, Chong Gode Dong Gong. Okay, was soll ich als nächstes machen, Meister? Darf ich jetzt die Map verlassen? Ich glaube jetzt ja. Ich habe Homo gelesen, aber ich hätte Humprey. Ach, keine Ahnung, wie der Spaß da ist. Und dieser Spaß klaut mir einfach mein scheiß Mädchen, Alter. Wenn du das Video siehst, du scheiß Jude, sei für dich angesprochen. Braucht also lange, der braucht 10 Jahre, bis er da unten ist. Was will der? Crapman. Selbst wenn mit 10 HM. Bringt der nicht viel. Ich brich auf 180. Ey.
Endlich bin ich nach 10.000 Jahren aus dieser scheiß fucking Welt draußen, ey. Ich da krieg ich Kotzen, krieg ich mal sowas. Guck, da steht, schreibt auch jemand schon, sieht aus wie P-Server. Ist einfach so. Das ist so eine Scheiße, ne? Das ist eine richtige Scheiße. Richtig billige P-Server-Scheiße. Richtig klaue. Hier, guck mal, ich bin 10 Meter. Okay, jetzt ist ja auch mit 10 Meter. Aber locker ein Kopf, wenn nicht zwei Köpfe größer als der. Die ist halt heute draußen, mein Freund. Guck, er schreibt auch schon, Alter, die Lykane gehen gar nicht. Was gibt's denn eigentlich für Waffen so? Für die Kane habe ich noch gar nicht gesehen. Lol. Toll, die Anfangswaffe kann man sich kaufen. Warum kann man sich kein Schwert dann holen? Für Krieger zum Beispiel. Ey, das ist so eine billige Scheiße, ey. Die können schon wieder kotzen. Himmelswindpanzer plus 0. Naja, gut. Also, das war's von meiner Seite her. Beim nächsten Part mache ich im Let's Play jetzt von meinem Krieger dann wieder. Ihr entscheidet, ob ich den Lykaner dann halt Let's Playen soll oder nicht. Allein ihr habt die Wahl. Ich richte mich nach euch. Wenn ihr sagt nein, dann mache ich das nicht. Wenn ihr sagt doch, dann mache ich das. Vielleicht finde ich noch einen Gefallen dran. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass die schnellstmöglich mal wieder die ganzen Sachen implementieren bzw. programmieren, wer auch immer. Die sollen die Scheiße mal richtig reinstellen und nicht so halbe Sachen. Joa, dann würde ich sagen, mach's gut. Das war euer Mert. Ciao.